hasse solche Kletterpassagen. Weil ich da, wie ihr gesehen habt, nicht besonders viel Talent zu habe. Wo ich die bei Assassin's Creed richtig gut finde. So, jetzt muss ich einmal mich hier runterfallen lassen. Hoppa. Und dann geht es jetzt hier unter in den nächsten Schacht. Quick Save, wenn ich in die F9-Taste gefunden habe. So, Fahrstuhl nimmt mich mal mit. Da müsste ich, glaube ich, wahrscheinlich wieder rüberspringen. Quick Save. Oh, da geht's auch sicherlich irgendwo hin. So. Der Fahrstuhl nimmt mich wieder mit nach oben hin. Ich hoffe mal, dass es da oben hin weitergeht. Nö. Direkt wieder beim Fahrstuhl bleiben. Dann scheint es hier auch nirgends weiter zu gehen. Ich kann es einzig und allein... Na komm. Da weitergehen. Hopp. Oh ja. Zum Glück haben wir da eigentlich keinen Fallschaden gekriegt. F9. So. Rail-Munition, das heißt, einer hat einen Stuka. Oh oh. Ich mache immer vorher lieber einen Quicksave und wähle meine Machtgeschwindigkeit aus. Hoppa. Und... Ach du Scheiße, ich weiß, was das ist. Und das ist extrem geil. Das ist einfach mega geil. Wenn ich jetzt nicht wieder einen Tryman-Bruch hätte. Ich stelle mich immer hier unten ran. Na komm, fall er nicht runter. So. Ihr seht, wir werden hier rausgedrückt. Ich hoffe aber mal nicht mehr lange. So, dann mache ich einmal kurz schnell die Geschwindigkeit an und einmal runterfallen. So. Hua! Dafür war das Ding nämlich da. Quick Save. Ich brauche einen Backtank und so wie ich in der Steuerung gelesen habe, kann ich den mit F4 benutzen. Okay, hier geht's nicht raus, also will ich hier schnell mal wieder weg. Da geht's weiter. Komm, ich will hier hoch. Oh ja. So, da hätten wir den erwischt. Hoppa. Ja, da geht's auch irgendwo noch runter. Einmal kurz Quick Save. Autsch. Aber das macht ja nichts. Ducken wir uns einmal. Komm, stirb jetzt endlich. So, einmal kurz wieder Schildenergie aufnehmen. Einmal kurz quicksafen. Habe ich Munition von denen schon aufgenommen? Ja. So. Hier waren auch noch welche. Komm, jetzt aber. Die haben uns gerade extrem viel Schildenergie abgezogen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Denn hier liegt ja noch genug rum. Aber Lebenspunkte finde ich hier so selten. Oh, man hört gerade das... Ich muss mich eben kurz anders hinsetzen. Man hört gerade das Klicken meiner Tastatur. Ja, ich hatte gequicksaved. Also gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Hurra, hurra. Es kann weitergehen. Ich glaube, so pariert man übrigens. Nee, da habe ich keinen Bock reinzugehen. Da geht es nämlich noch ziemlich tief hin. So, einmal schnell hier hoch.
Jan, how about a lift out of here? On my way. That's three you owe me. Ja. Ah. Hilfe! So. F9. Quick Save. Mission vollendet. Und ich habe gesehen, ihr seht dann übrigens einen schwarzen Bildschirm gleich. Habe ich noch in den alten Aufnahmen zum Glück gesehen. Oh, was ist das denn da unten? Ach, da ist, glaube ich, Jen. Komm, nimm mich mit. Ach, 8088 war das. Na komm, wo ist die denn? Okay. Gefundene Geheimnisse 3 von 5, verdiente Sterne 2, Lehrling. Ich könnte mir jetzt Macht ziehen hochsetzen. Das zieht richtig gut, also setze ich mir das auch mal hoch. So, okay. Legen Sie die Jedi Knight CD2 ein und drücken Sie Enter. Das heißt, wir dürften jetzt gut die Hälfte des Spiels geschafft haben. Und so viel länger habe ich auch nicht gespielt. Ihr hört jetzt übrigens im Hintergrund eben, wie ich die CD wechsle, beziehungsweise auch im Vordergrund. Also ich höre das nämlich ziemlich laut. So, CD ist drin, drücken Sie Enter. CPU-Auslastung von 26%. Also warum leckt das denn? Speicherauslastung von 23%. Videosequenz. Black Screen auch für mich. Ja. Das ist ja toll. Ach, warte mal. Ein Movie Maker läuft hier gerade. Fenster schließen. So. Jetzt geht's hier auch weiter. Ja, ja, der Movie Maker mal wieder. Okay, wir... Nee, 8088 fliegt gerade zu einem Stützpunkt. So wie ich das sehe. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir noch nicht sind, aber wahrscheinlich bald sein werden. Ah, er soll für sein schwer verdientes Geld abholen. Das Frachtschiff steht kurz davor, das Tal der Jedi zu gedönsen. Ah ja. Okay, ich verstehe. Quick Save. Kann ich hier ein Stück hoch? Nein. Übrigens, ich weiß nicht, warum ich solche Soundprobleme habe. Das höre ich jetzt ja erst. Hoppa. Hat funktioniert. Gelber Schlüssel erhalten. Hurra, ich wollte schon immer mal einen gelben. Ach, das ist so ein kleiner Gnom. Ich dachte schon, was macht der denn da? Ich hätte ihn gerne in die Luft gejagt, aber ich möchte den Weg der hellen Seite beschreiten. Und da jagt man keine kleinen Gnome in die Luft. Habe ich zumindest gehört. Hoppala. Noch ein kleiner Gnom auf dem Fass. Das scheint ja so ein Hobby von denen zu sein. Ducken und rein hier. Hi. What's up, guys? Zack. Und wir sind jetzt hier irgendwo. Scheiße. Kaputt. Ich habe aber irgendwo sicherlich gequicksaved. Diesen Bosk. Ich glaube, die nennen sich Trandoshana, die Rasse. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Du musst dir doch sicher sein. Hater-Kommentar, Hater-Kommentar. Schreibt ihr, Mann. Wo geht's hier denn lang? Ja, ja, kleiner Gnom. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier sind wir wieder auf der Seite, wo wir angefangen haben. Da vorne war es unser Anfangspunkt. Und dann sollten wir sonst normalerweise hier so runterlaufen.
Wir unterlaufen das ganze Regime. So, einmal kurz Quick Save. Oh. Toll, und ich dachte, hier geht es weiter. Stromzellenmunition. Das heißt also, es geht in diese Richtung hier weiter. Klar, da ist ja auch eine Tür. Quick Save. Ja, ich sehe hier relativ... Da hinten sehe ich einen Boss. Das kann ich den ganzen Tag lang machen. So, ich muss immer erstmal einen Bacta-Tank schlucken. Und am besten gleich noch einen weiteren. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Natürlich, Quick Save. An dieser Stelle hing ich so lang. Ja, wieso hat er mich jetzt so getroffen? Wieso streut das Gewehr so? Dann nehme ich doch wieder lieber den Briar Blaster. Den Brian. Nein! Ne, Feuer 2 funktioniert hier nicht. Ich hasse sie. Na komm, geh auf. Ach, das war ein... Entschuldige. Ich habe schlimme Untaten begangen. Auf die noch weitere Folgen werden. Verdammt! Schon wieder einer. This looks interesting. Ah, ja. Gut, das ist... Hier irgendwo war er doch. Da hinten ist er. Wir haben noch ganz extrem viele Lebenspunkte. Das kann ich aber eben mal kurz ändern. Diejenigen, die jetzt auf meine Lebenspunktanzeige achten, die sehen, ich habe noch 3 gehabt. Jetzt habe ich wieder 63. Okay. Dann gehen wir mal direkt hier. Musste er mich schon jetzt... Superschild. Ja, ja, kleiner. Diesen Superschild kann ich auch gebrauchen. Also so pralle geht es mir nicht mehr. Hoppa. Haha, dieses Mal hattest du keine Chance. Ich habe dich geowned. Nicht mehr im Briar. So, das war das. Jetzt muss ich den Typen dann nur irgendwie erwischen. Ja, wo bist du denn, Typ? Erwischt. Ich habe ja noch so viele Lebenspunkte. 4. Und ich soll mich hier komplett runterkämpfen können? Du glaubst ja wohl selbst nicht. So, nehmen wir einfach mal einen Lift nach unten. Facelifting. Der da ist freundlich. Okay. Immer noch mit 4 Lebenspunkten. Junge, verzieh dich ja. Ach ja, hier. Mit X mache ich das ja. Ich brauche ein spezielles Werkzeug, um weiterzukommen. Ich bräuchte auch ein paar Lebenspunkte und ein bisschen mehr. Ach, warte mal.
Da fällt mir doch gerade dazu was ein. Jump rüber, F9, hoch geht's. So, hier gab es noch irgendwo einen Geheimbereich, ich habe aber keine